Servus Leute, bevor das Video losgeht, brauche ich eure Hilfe noch, okay? Wie ihr ja vielleicht wisst, soll sich bei meinem Kanal alles eigentlich um Reisen, unseren Planeten, ihr wisst schon, wie verrückt ist unser Planet eigentlich, Essen, Trinken, was auch immer, die Welt erleben gehen. Nur das Problem ist, ich bin zurzeit leider nicht in der Lage, dass ich einfach jeden Tag herumreise und euch Videos davon zeige. Und ich möchte nicht, dass nur 10% meiner Abonnenten meine Videos schauen. Deswegen helft mir, Content zu machen, der euch und mir gefällt. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ihr gerne umgesetzt sehen wollt. Die Bedingungen sind, es sollte relativ regelmäßig gemacht werden können. Es sollte etwas mit Reisen zu tun haben. Es sollte euch Spaß machen vor allem, okay? Wollt ihr irgendwelche lustigen Videos zu dem Thema sehen oder irgendwelche Hacks, Tipps, Tricks, was auch immer? Also hey, stimmt ab. Lasst mich in den anderen Vorschlag in den Kommentaren wissen, falls ihr die alle findet. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ein unbeschriebenes Blatt. Ein Mysterium. Das sind nur einige der Worte, mit denen ihr mich beschreiben wollt. Aber heute kommt die Kappe der Rätselei ab. Ihr habt mir schon ab und zu Fragen in den Kommentaren gestellt und ich habe sie auch oft dort beantwortet, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Video, wo ich eure Fragen nochmal für alle beantworte, damit diese Fragen vielleicht in Zukunft nicht mehr so oft vorkommen. Jedes weitere Wort ist Zeitverschwendung. Los geht's. Paul B. fragt, machst du mal ein Fan-Treffen? Ich weiß nicht. Seid ihr Fans? 99 Leute haben das Bangkok-Video geschaut, okay? Ich weiß nicht, ob ich Fans habe. Schaut das Bangkok-Video, es ist cool. Meine Damen fragen, nicht meine Damen, das ist der Nutzername. Ich habe nur eine Dame. Wie groß bist du? Wie groß ich bin? Moment, das können wir ganz leicht herausfinden. So, lele. Uppe. Also, ohne Kappe. Moment. Also, wenn ich ganz gerade stehe, Kopf nach vorne, dann müsste ich riesig sein. Das ist schief. Und du bist zu weit oben. Das war nicht so vorher. Was mache ich? Passt das so? Ich glaube schon, oder? Zitus TV fragen, hast du einen Shop? Find den Merch echt nice. So, die Sache mit meinem Shop ist, ich hatte eigentlich vor, jetzt demnächst damit zu starten. Ich hatte schon meinen Shop und alles ziemlich fertig. Aber jetzt habe ich meinen Namen geändert. Und ich heiße nicht mehr B-Roll Productions, sondern Super Supernator. Und jetzt macht mein B-Roll Shirt Design keinen Sinn mehr. Deswegen ist es wieder kurz auf Eis gelegt, die Idee. Aber ich glaube, bis Ende des Jahres solltet ihr Super Super Shirts tragen können. Aber hey, wäre doch cool. Unterm Christbaum liegt ein Super Super Shirt und keiner weiß wirklich, was das ist. Ich meine, 99 Aufrufe. Ich meine, nicht mal 100? Come on! Typisch Charlie sagt, das Video ist total lustig. Kannst du mich abonnieren? Ich bin leider kein großer Slime-Fan und Shuffeln will ich auch nicht wirklich. Also, ich sage mal zurzeit nein. Aber hey, wenn einer von euch auf Slime steht, ich glaube, typisch Charlie ist die Anlaufstelle, falls ihr Slime-Tipps braucht, also bitte abonniert typisch Charlie, falls ihr Shuffle und Slime mögt. Luca Maximilian sagt, die Frage ist, wer mag Germknödel nicht? Das war bei meinem Germknödel-Video und ja, Luca, du hast recht. Wer mag Germknödel nicht? Souvenir? Jetzt hat er mich. Jetzt bin ich triggered. BeroTV fragt, aus welchem Land kommst du? Wie alt bist du? Hast du Geschwister? Machst du mal ein Fan-Treffen in Bonn? Danke erstmal für die vielen Fragen. Ich werde dir nur zwei Antworten geben. Nein, Spaß. Ich werde alles beantworten. Woher ich komme, die Frage bekomme ich öfter. Anscheinend habe ich einen Akzent, den man sofort erkennt. Ich will mich doch nur tarnen. Ihr habt mich erwischt, ich komme aus Österreich,
aus der besten Stadt in Österreich. Wien, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt. Ob ich Geschwister habe? Ja, ich habe zwei Halbgeschwister. Mein Halbbruder kam schon in zwei Videos vor. Ich habe sie dir hier oben hingegeben, falls du meinen Halbbruder Mario sehen möchtest. Und meine Schwester Luise habe ich bei einem der Videos auch gezwungen, uns zu filmen. Also, du kannst kurz ihre Hand sehen. Machst du mal ein Fan-Treffen in Bonn? Wie gesagt, keine Fans, 99 Aufrufe, aber ein Fan-Treffen ist, glaube ich, noch viel zu früh. Ich glaube, selbst wenn ich in Wien ein Fan-Treffen machen würde, glaube ich, würden dabei ich dort sein und vielleicht ein, zwei Leute, vielleicht. Ich meine, wir könnten ein Eis essen gehen oder uns Fernsehen im Mediamarkt anschauen gehen, aber ich glaube, unsere Community braucht noch ein bisschen Zeit. Die Samia fragt, wie konntest du nur das wunderschöne GAG 12 Erlgasse aka Gefängnisgebäude nicht herzeigen? Erstens mal, hey, hallo Samia, eine alte Schulkollegin von mir. Sie hat auch einen YouTube-Kanal seit neuestem, also schaut's rüber. Mach ein paar mehr Videos, ich warte schon lange. GRG 12, Erlgasse, was ist das? Ist das ein Code, mit dem wir die Matrix endlich entschlüsseln können? Nein, das ist meine alte Schule. Und was heißt nicht herzeigen? Ich habe die Spitze hergezeigt. Okay, also bitte. Videos von mir müssen genau geschaut werden. Und bis zum Ende. Vor allem das Bangkok. Herbert Gonzalez fragt, wann drehst du wieder mal ein Video mit Johnny Sins? Johnny Sins, falls ihr ihn nicht kennt, gut, nicht googeln. Alle unter 18 vor allem nicht googeln. Und zweitens, wozu mit Johnny Sins ein Video drehen, wenn ich Johnny Sins bin? Look in many eyes. IWAVERLYI fragt, hey, kannst du mich vielleicht grüßen? So, zum Thema Grüßen. Jeder, der YouTube-Videos macht, denke ich, wird öfter darum gebeten, dass er mal jemanden grüßt. Jetzt ist das Problem, ich würde am liebsten gerne euch alle grüßen, okay? Hallo, alle. Nur kann ich nicht jede Woche noch zwei Minuten am Ende des Videos Leute grüßen. Ich glaube nicht, dass das viele Leute interessiert, aber andererseits, was weiß ich, was Leute interessiert. Ich habe eh schon in zwei Videos Leute gegrüßt. Damit möchte ich es eigentlich jetzt belassen mal. Ich denke mir, wenn ihr mir Fragen oder Vorschläge in den Kommentaren hinterlässt, werde ich diese mit Sicherheit versuchen umzusetzen bzw. zu beantworten. Und so kommt euer Name ja auch in den Videos vor. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss. So kann ich Sachen machen, die euch interessieren und eure Namen kommen vor. Angelina Kerbs fragt, ist nur bei mir das Bild schwarz? Nein. Angelina, bei jedem ist das Bild schwarz. Unboxing Power fragt, herzlichen Glückwunsch. Wie hast du es geschafft, so erfolgreich zu werden? Ich stecke derzeit bei 400 Abos fest und es geht einfach nicht weiter. Erstens mal, wenn du dir mein Bangkok-Video anschaust, dann wirst du vielleicht sehen, dass ich nicht Nein, aber ganz im Ernst. Ich sehe mich wirklich nicht als erfolgreich. Ich bin noch ein sehr kleiner Fisch im Becken, das sich YouTube nennt. Es gibt Leute, die haben schon viel mehr erreicht. Aber ja, es stimmt. Die Super Nation wächst. Ich bin stolz auf jeden, der Mitglied ist. Den einzigen Tipp, den ich dir geben kann, ist interagier mit der Community. Was ich immer gerne mache, ist zum einen eine Frage in den Kommentaren zu hinterlassen selbst, weil ich gerne eben was von euch wissen möchte und auch mit euch ein bisschen in den Kommentaren interagieren mag. Auch auf allen anderen Plattformen, also Facebook, Instagram und so weiter, Snapchat. Die Interaktion mit euch macht mir extrem viel Spaß und ist auch extrem wichtig, glaube ich, auf YouTube und generell Social Media. Ich möchte diesen Kanal nicht alleine haben. Das ist nicht nur ein Kanal, wo ich meine Videos hochlade, die mir Spaß machen, sondern ja, sie machen mir auch Spaß, aber sie sollen auch euch Spaß machen, okay? Ich will, dass jeder die Chance hat, wenn er ein cooles Kommentar hinterlässt, mit einem super Vorschlag zum Beispiel, dass eines der nächsten Videos vielleicht eben genau dieser Vorschlag ist. Also ihr bestimmt genauso auf diesem Kanal wie ich. Ich bin lediglich das Medium, in das ihr euch reinversetzen sollt, okay? Ich bin die Horde, ich bin die ich bin die Hülle, in die ihr schlüpfen sollt. Irgendwie klingt nichts davon okay. Das Ziel ist einfach, wenn ich
in der Karibik tauchen bin, dann seid ihr in der Karibik tauchen. Wenn ich auf einem Strauß reite, reitet ihr auf einem Strauß. Wenn ich in mir mal die verrücktesten Sachen sehe, dann seht ihr die verrücktesten Sachen. Ich bin lediglich der, der die Kamera hält. Und ihr sollt aber genauso Teil meiner Reisen sein, wie ich es bin. Und das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann. Wirklich auf die Zuschauer eingehen. Sie sind die, die deinen Kanal erfolgreich machen können oder auch nicht. Gut, dann schauen wir mal, welche Fragen unter meinem Bangkok-Video hinterlassen wurden. Game Bros Fit fragt, wo gehst du als nächstes hin? Und um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ich habe zurzeit kein Budget für Reisen. Die Larissa und ich haben vor, in ein bisschen mehr als einem halben Jahr aus Österreich wegzuziehen. Zurzeit sind wir auf Australien gekommen, aber das hat sich jetzt oft geändert, deswegen noch nichts ist in Stein gemeißelt. Aber wir sind zurzeit sehr angetan von der Idee von Australien. Und ich denke, das wäre auch super cool. Ich meine, ich würde auf jeden Fall weiterhin YouTube-Videos machen. Die mache ich, solange es YouTube gibt, weil mir das einfach so viel Spaß macht. Und ich denke, das wäre doch mega cool, in Australien Videos zu machen, regelmäßig irgendwie ins Outback rauszufahren und mich von Schlangen beißen lassen. Nein, das mache ich nicht. Ich glaube, das wird ziemlich gut zu dem Kanal passen. Ja. Der arme Mosinger14 darf keinen YouTube-Account haben und deswegen hat er mir auf Instagram eine Frage gestellt. Mo, für dich mache ich eine Ausnahme. Hast du in Star Wars eine Rolle oder in anderen bekannten Filmen? Nein, ich habe leider keine Rolle in Star Wars. Ich weiß, man könnte es sich gut vorstellen. Ich habe die Ausstrahlung eines Jedis. Aber auf der Matura-Reise, wo ich Videos gemacht habe, wurde ich gefilmt von einem Helikopter sogar. Ich war zwar nur einer in einer Riesenmenge von Leuten. Aber ja, dort könnt ihr mich im Kino sehen. Ich weiß nicht, ob es ihn auch in Deutschland spielt. Er heißt Die letzte Party deines Lebens. Sonst, ich bin ein Superheld. Zwar nicht im Kino oder im Fernsehen, aber auf Facebook. Ich mache neben YouTube noch Videos für andere Unternehmen. Und für Kahe, das ist ein Getränkehersteller, bin ich. Ich kann euch gerne einen Link in der Beschreibung lassen, falls ihr mich als Kahe-Man sehen wollt. Es ist zwar erst eines online, aber es kommen noch jede Menge nach. Und ja, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wie hat euch das Video gefallen? Wenn es euch gefallen hat, wie immer, hinterlasst ein Like. Ich persönlich finde es immer sehr interessant, wenn ein YouTuber, den ich schaue, ein Fragen- und Antworten-Video hochlädt. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann stellt mir einfach Fragen unter dem Video oder unter einem der anderen Videos. Wir machen es aber so, ihr schreibt super super Frage, Doppelpunkt und dann eure Frage. Und so kann ich einfach suchen nach super super Frage und habe alle eure Fragen vor mir stehen. Und ja, tretet der Super Super Nation bei, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Erkundet die Welt.